So, begrüße das Gemüse. Willkommen zu einer neuen Folge Control. Okay, keine 30 Marken. Es geht weiter. Wir müssen die Kommunikationsabteilung betreten und die Hotline finden. Okay, hier geht es schon mal nicht weiter. Wie ein Labyrinth. Oh. Ah. Funktioniert noch nicht. Gibt es etwas zu entdecken? Da müssen wir hin. Jawohl! So, Part. Passiert wohl wieder etwas. Okay. Der Raum ist closed. Jo. Kann man mal so machen. Ich glaube, wir müssen irgendwo an der Stange. Da ist sie wieder, unsere Willkommensnachricht. Nein, da müssen wir nicht hin. Nein! Bombesbaube! Wow, Gänsehaut!
Explosion. Ja. Unzustellbare Briefe. Da sind wir. Mann, oh Mann, oh Mann. Ein Objekt der Macht. Sieht aus, als wäre sie vom Zischen befallen. Da müssen sie so machen. Schwerer, wenn ich hier bin. Als hätte man den Kanal gewechselt. Der Rat hat hier das Sagen. Die Pyramide ist im Siegel der Behörde. Ziehen Sie wirklich die Fäden? Ich bin nicht Ihre Direktorin. Geiles Teil. Mann. Yeah.
Cool. Viele Chinese. Boah. Yeah, das kann ich Objekte werfen, Alter. Emily sagte, dass man durch den Postraum zur Hotline kommt. Whoa, what the hell is that? Nein! Was hat das an den Augen? Hoppala! Ich bin zum ersten Mal gestorben. Och Mann, oh. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Sondern verzerrt.
Oh Mann, ey. Okay, also sterben sollte man natürlich nicht. So, auf ein neues. Ach was! Oh je! Oh je! Wie kann man sie da heilen? Gar nicht! Das wird schwierig. Nun wissen wir schon mal wohin. Ach, was ist denn? Das kann's ja nicht sein. Oh, Mann, oh. Das ist doch beschiss. Sondern
Wow. Jawohl! Jetzt doch. Ich glaube, der kommt wieder. Alter. Konzentrier dich. Die Hotline muss hinter dem Postraum sein. Geschafft. Ein leichtes Unterfangen, ne? Okay, nehmen Sie das runter. Die Lage in Kuba wurde von den zuständigen Behörden bewertet. Die mysteriöse Krankheit, von der die Mitarbeiter der US-Botschaft in Havanna betroffen waren, wurde durch Schallwaffen in den Händen einer ausländischen Macht verursacht. Alberto Tomasi, Kommunikationsleiter. Das Zischen hat ihn erwischt. Natürlich wurden auch ihre Zellwände beschädigt. Aber auch das an einer dummen Lärmkanone lag. Gott sei Dank haben die Ärzte dort sie nicht untersucht. Ehrlich gesagt, wie hoch stand die Chance, dass ein gewandeltes Objekt in einer US-Botschaft auftaucht? Glück gehabt, was? So viel einfacher zu... Hey, nimmst du etwa immer noch auf? Die Hotline muss nahe sein. Hotline-Kabine. Das läutet. Das Ocean View Motel und Casino. Traumlogik. Was? Was habe ich gemacht? Ups. Ja, das passiert eben in einem Let's Play. Ah. Leck mich doch am Arsch. Uhu. Yeah.
Mann, oh Mann, oh Mann. Bam. Was das? Super. Okay, das heißt, sterben verboten. Hier schon mal? What? Nein. Ich habe in billigen Motels im ganzen Land übernachtet. Unterwegs, heimlich, auf der Flucht. Das fühlt sich an wie alle von ihnen. Wie etwas, das man aus einem Traum kennt. Hallo? Ist da jemand? Einer da. Eine schwarze Pyramide auf dem Schlüssel. Wow. Was nutze die Hotline? Welche Hotline? Das ist die Hotline.
Nur ein Telefon. Ein Objekt der Macht. Es ist nicht ans gewöhnliche Netz angeschlossen. Eine direkte Leitung zur Astralebene und zum Rat. Und meiner Hypothese nach, unter den richtigen Bedingungen auch zu anderen Existenzebenen. Ein Direktor braucht ein Team, mein Management-Team. Sie kennen die Geheimnisse der Behörde so gut wie ich, manche sogar besser. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall besonders, meine Einsatzleiterin. Sie versteht mich, weiß, dass ich mich ungern auf andere verlasse. Man sollte nur sich selbst enttäuschen. Aber Dinge ändern sich, wenn man Direktor wird. Ich habe die Hotline. Ich kann Trench anrufen. Oder ihn zumindest hören. Er ist wie ein Echo. Ein Echo mit wichtigem Wissen. Ich muss zurück zu Emily. Aber die Leute reagieren heftig, wenn ich von dir erzähle. Ist es zu früh, um es Emily zu sagen? Sie könnte helfen. So, ganzer Weg zurück wieder. Ach, echt jetzt. Mann. Mann, oh Mann, Hilfe! Ach, was? Sollte der Kack? Mann, oh! Meine Fresse, ey! Ja, aber wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Sendezeit ist leider vorbei. Lasst ein Like da. Ein Abo nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Bussi aus Bachi, euer Lizinator.